Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und spiele Elodie Rakoto mit einem Funperk-Bild, das sich Hamo Ahmad gewünscht hat. Vielen Dank für diese Herausforderung. Es ist ein ziemlich witziges Perk-Bild, das eine Zeit lang ganz viel gespielt wurde. Ich habe es allerdings noch nie gespielt. Und deswegen bin ich gespannt, ob es aufgeht. Es besteht aus. Okay. Den Perks. Auf 12 Uhr im Uhrzeigersinn weiter. Beharrlichkeit. Wir haben Ruin. Warum haut er überall gegen? Okay. Beharrlichkeit. Wildpferd. Wildes herausfinden. Und Flipflop. Da hinten. Beharrlichkeit ist ein Perk von Detective Tab. Damit kann ich am Boden 50% schneller kriechen. Und ich kann gleichzeitig mich erholen, also recovern am Boden. Hinzu kommt Wildpferd rechts. Wenn der Killer mich auf dem Arm hat, werden meine Bemühungen, mich aus dem Griff des Killers zu befreien, um 75% erhöht. Was bedeutet? Hallo? Dass ich viel doller den Killer zum Wiggeln bringe. Also wenn er mich auf dem Arm hat, dann. Wir haben Ruin, du heilst mich jetzt nicht. Wenn er mich auf den Arm hat, dann schwankt er viel mehr. Und zwar um 75% mehr. Das ist viel, viel mehr. Was bedeutet, dass er eventuell gegen Wände läuft, irgendwo hängen bleibt und ich deswegen dann mehr Fortschritt beim Wiggeln erreiche? Außerdem sieht er mit Wildpferd die Auren der Haken im Umkreis von 14 Metern nicht, wenn er mich auf dem Arm hat. Das bedeutet, dass er eventuell so frustriert ist, dass er mich wieder ablegt und mich nicht an den Haken bringt. Und wenn er mich dann erneut aufhebt. Geisterkiste. Wenn er mich dann erneut aufhebt, ist mein Fortschritt so weit, dass ich eventuell mit dem Perk unten Wildem herausfinden. Wo bringt er ihn denn hin? Da vorne. Okay. Ein durchdringendes Zittern dabei. Ruin ist weg. Mit Wildem herausfinden. Muss einmal kurz gucken und lauschen, ob er hier irgendwo in der Ecke hockt. Nee, aber. Okay. Mit Wilden herausfinden, kann ich den Killer selbst mit einer Palette betäuben, wenn ein Wiggle-Fortschritt, also ein Herauswind-Fortschritt von 25% erreicht ist und der Killer ab dann durch eine Palette durchläuft. Dann kann ich die Palette umstoßen und den Killer betäuben und mich damit befreien. Das ist ein Perk von Elodie und das ist ziemlich witzig. Es ist ein bisschen wie ein Entscheidungsschlag, nur mit. Der spielt irgendwie mit Widerstandsfähigkeit oder so. Mit mehr Bedingungen. Ist also ganz witzig. Er geht da hinten lang. Den Gen kann ich jetzt nicht machen. Wir müssen auf der anderen Seite einen Gen machen. Moment. Wovon bin ich? Ach. Verwandt. Er hat verwandt. Achso, wir müssen eh nur noch einen Gen machen. Na gut. Mit
Flipflop, den Perk links von Ash. Ash hat ziemlich witzige Perks. Aber er ist im Verhältnis dazu, dass es nur ein Survivor ist, relativ teuer. Aber ich habe den im Angebot irgendwann mal. Es sind ja immer mal wieder 50% Angebote. Und da habe ich mir den geholt. Möchtest du geheilt werden? Cool. Genau, und Flipflop macht das. Der Fortschritt, der... Oh, hallo. Ich hätte sowas von in den... Wäre ich in den Schneemann gesprungen, wäre mein Fortschritt weg gewesen. Das wäre richtig ärgerlich. Für den Killer, nicht für mich. Oh, jetzt hat er Yunjin gesehen. Danke. Willst du mich heilen? Nein? Okay, ich gehe an den Gender hinten. Hab nicht ganz so viel Lust, jetzt schon wieder gepackt zu werden. Hab das Gefühl, dass der Bill den Ghostface nicht so ernst nimmt. Warum? Ach so, ja, er hat sie direkt abgefarmt. Nett. Hier stehen noch zwei Paletten. Habe ich Flipflop weiter erklärt? Ich glaube nicht. Mit Flipflop wird der Fortschritt, den ich am Boden gesammelt habe, um 50% auf den Fortschritt, auf den Wiegelfortschritt oben drauf gepackt. Da kommt er. Ich möchte gerne in dieser Palette down gehen. Aber Ghostface hat andere Pläne. Ich weiß nicht, wo die Ausgänge sind. Aber Yunjin ist leider down. Da ist ein Ausgang. Hier heilen. Ja, und das war das Fun-Perk-Bild. Leider ist es nicht zum Tragen gekommen. Es ist immer so schwierig, weil alle Perks nur auf diese eine Situation ausgerichtet sind. Und die ist halt sehr speziell, aber es ist halt witzig, weil man dann darauf hofft, dass es klappt. Hast du gut gemacht. Tschüssi. Boop. Boop. Witziger Ghostface. Ich geh raus. Ja, ich hoffe, lieber Hamo, dass dir das gefallen hat, die Runde, obwohl das Perkbild leider nicht zum Tragen gekommen ist. Aber es war doch trotzdem eine ganz witzige Runde. Ich wäre gespannt. Ah ja, wir haben Kuchen gekriegt. Nurses Calling, das Beste kommt zum Schluss. Durchdringendes Zittern und Ruin. Okay, das ist ein ziemlich cooles Perkbild. Hat er gut gemacht. Und ich wollte noch gucken, genau, er hatte Widerstandsfähigkeit dabei, deswegen hat er sich auf 99 geheilt und hat dann am Gen weitergearbeitet und mit geliehener Zeit dann die Yunjin sich hier vom Haken geholt, die leider keinen Entscheidungsschlag dabei hatte, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht gestorben, denke ich, aber ich weiß es nicht. Weil das ja schon kurz nachdem sie abgehuckt wurde, ist sie ja nochmal down gegangen.
Naja, wie dem auch sei, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns bald, Gigi, und bis dann. Ciao.